Die feitgesinnigen Navuner Geschäftsleute rundherum den Aldringen als einen schlechten Omen für die riesige Chantier, den Reich so gut aufhängt, als sie jahrelang Nuisancen ausgesetzt werden. Das Problem ist, dass sie uns gesagt haben, dass man patient für 4-5 Jahre sein muss. Aber 4-5 Jahre ist sehr lange für ein Commerce. Wir haben des Employés, des Loyers zu payer. Mit dem Tram, das geht nach Matobay, das geht einfach immens viel. Und können eventuell auch ein bisschen besser planen und noch ein bisschen besser überlegen, wie ein Sachenland den Nähe bringt. Ich lebe nur in den nächsten 5 Jahren heiden Infernum. Wer bei denen du rauskommt, mir scheißegal. Mein Leben also 5 Jahre verschossen. Aber wenn ich da gucke, was sie da am Gang sind aufzureißen, da freue ich mich, was machen die Leute da? Du musst doch zugehen, das Gebäude da, was da aufgeräumt wird. Das wird ja nicht das Allermanns, wie wird das aufgeräumt. Ah, aber das ist ein wunderbares Gebäude. Aber hier geht es um ein Prestigeprojekt. Ja, gemacht. Was ist das da für ein Prestige? Ja? Lützburg, ja. Die Hauptstadt von Europa. Ja, voilà. Prestigeprojekt. Und das geht es ja nie. Ja. Und hier an der Großkasse kann kein Sau mehr leben. Belgien den Lach abgemacht, dann hat zugemacht. Und dazwischen kommen Bussen. Das 14 Katzen. Der bekannte Nafekot, die seine Tüte hier an der Oberschaft vom Chantier hat, als Entsatz über die negative Entwicklung von der Stadt. Das war am Anfang eine schöne Stadt. Und du hast Ugang. Was für Drecksack, hun tun all die Autorisationen gehen, die ganze Stadt zu verscheißen. So schnell wie zu verscheißen. An Lorem dasselbe. Jedenfalls viele Bürger haben einen Diktor sitzen, sie, die als Nopo von diesem Chantier betroffen sind. Der Leute geht an die Leute und kommen viele Männer Leute. Und bis der Toten dann überstehen, als werden die auch feit sein. Nous, on a une baisse de la clientèle parce qu'évidemment, qui veut venir dans son endroit quand tu arrives à la rue et tu vois la poussière et le bruit, tu vas dans un café pour te détendre, pas pour être dans la poussière et le bruit. On n'est pas le seul, même les gens qui s'habitent dans les étages, dans les appartements, ils ont des problèmes. Une bonne Lebensqualité, die dramatisch gefallen und dazu nach horrend Loyer. Loyer, die kein Kappa, kein Arsch und 17.000 Euro für den Schlupf. So, die Leute die wissen ja mal nicht, wo sie tun hier, für den Dreckloyer zu bezahlen. Und en plus müssen sie dann alle Nuisancen nachher drohen. Das heißt, wie könnte da nachher hin? Kein Mensch. La Kommune dit, mais nous, on est juste les intermédiaires. La Codex, la même chose. Toutes les sociétés, ils sont que des intermédiaires. Personne ne nous informe comment ça se passe et personne n'est responsable en tout cas. Wie gesagt, es dann aus, was betroffen Avuner es nicht mehr aushalten und die Justiz wollen erschalten. Die Justiz ist ein Instrument, das ich vergessen kann, für rapide Solutionen zu kriegen. Du kannst ganz viel Geld und nur, wenn du abstehst, musst du immer an den Scheißdreck denken. Das Beste brauchst du nicht, in die Justiz zu denken, wenn du nur abstehst. Sie können zur Verantwortung gezogen auf Basis der Theorie vom Trubel anormal der Voisinage. Das geht es. Da geht die Jurisprudenz. Das ist immer eine Möglichkeit. Aber ich rate keinem, für dann nach Prozesse zu machen. Da kann ich jedes Geld honorär der Avocat. Das Resultat ist aleatoire. Mais depuis de 25 ans, je suis au centre-ville. J'ai vu un changement de clients. Vraiment. Des personnes, je ne vois plus en centre-ville, il faut faire quelque chose. Oui, aussi pour l'image du pays, l'image du centre-ville. Je pense que toute la rue, aussi les gens qui habitent dans les appartements, il faut se mettre ensemble et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit respecté, que les sentiers, ça se passe dans les normes. C'est très schlimm, quand un homme a so une qualité de vivre. An einer Stadt, mich, dass die letzte Stadt gefunden steht, du kannst nicht mehr leben. Also, ein großes Ganze muss ich sagen, den Metre hat überhaupt noch leben. Jahrelang mussten sich mein Bommelier-Prozess rumplohen und dann noch der Tote. 5 Jahre lang Chantier, Freunde dir. Aber bon, die Ironie an den Eck, dass die Betroffenen, die um den Hamilius Dektor sitzen, haben, das kann ich verstehen. Dem nicht froh und bürgermeistisch von der Stadt Lützburg, wie Sie die Kritiken an der Allianz von der Stadt der Bürger gesagt.
Also ich kann ganz gut verstehen, dass Leute eben nur durch den Chantier eine reine Misance haben. Aber ich will aber daran erinnern, jeder Chantier kann auch gehen. Da haben wir den PAG, müssen umändern, also den allgemeinen Bebauungsplan. Da haben wir den PAP geholt. Das hängt alles aus. Da hätten die Leute können reklamieren. Und da sind aber keine Reklamationen in dem Moment draufgekommen. Da haben wir gewissen, wer da ging gebaut ging. Und ich meine, in dem Moment wäre effektiv, hätte man ja auch können über verschiedene Sachen nachschwätzen. 4 Jahre soll die Chantier dauern. Wer aber, wenn den Zeitplan nicht angehalten wird? Kodik, der ja für das ganze Responsable ist, das hier ein Chantier, der hat ja Engagement geholt, auch vis-à-vis von Entreprisen, die hier nur Geschäfte, die sich da etablieren, sollen kommen, an die Sache müssen zu einem gewissen Zeitpunkt fertig sein. Wenn sie nicht fertig sind, dann sind sie die Penalitäten kriegen. Die betreffenden Bürger klagen, dass sie bei Problemen am Rhein stur gelöst gehen. Nein, so die wird nicht sein, und, so soll es doch nicht sein. Ich meine, das ist ein Chantier, der ganz klar an der Responsabilität von Kodigas, die waren ja, die haben eben den Konkurs gewonnen. Aber wir haben aber auch natürlich als Koordinatoren da, an wen immer kann sich hinwenden. Also das ist aber wirklich so organisiert. Bohemische ist sich bewusst, dass die betreffenden Anwohner durch die Chantier geplot sind. Wie alt Chantier, die sind nicht einfach, das ist immer Komödie, das ist doch knascht. Aber es ist ein grosses Chantier, ein wichtiges Chantier, und wenn es fertig ist, wird es einen enormen Plusvalue für die Stadt durchstellen. Das muss ich natürlich auch